Oh, schick ihn da rum. Eine Baumnymphe. So. Und diese Spinne, die man abends auf dem Boden findet, die macht mich fertig. Das sage ich euch. Ja, das war nichts. Die macht mich echt fertig. Die hat mich schon wieder umgelegt. Ich bin einfach zu bescheuert, die zu treffen. Ich weiß auch nicht. So, das war Teil Nummer 2. Dann schauen wir mal weiter. Da ist Teil Nummer 3. So, Fernsprecherteil, perfekt. Dann Teil Nummer 4. Na, wo ist Teil Nummer 4? Da. Nein? Aha, dann halt hier. So, Teil Nummer 4. Und Teil Nummer 5. Nein. Negativ. Ja, perfekt. Ein Fernsprecherteil. Und so, dann kann man das jetzt buddeln. Auf jeden Fall sind heute wieder viele Dings da. Muscheln. So, wir haben 5. Dann können wir zu Gulliver zurück. Warte mal, Schaufel wegpacken. Hey, hast du alle Teile gefunden? Jawohl, Captain. Oh, das sind sie. Das sind meine Fernsprecherteile. Kommt her, ihr Süßen. So, alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht, wie die Sardinen. Läuft das Ding jetzt? Ahoi, Mannschaft, ich bin's, euer Findevogel. Also, es ist schon wieder passiert. Kommt ihr vorbei und holt mich ab? Hier sind meine Koordinaten. Gulliver, Ende. So, das sollte reichen. Du bist die Beste. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich zeig mich irgendwann dafür erkenntlich. Behalte deinen Briefkasten im Auge. Ich schick dir was, das haut den stärksten Kraken aus den Socken. Wobei, tragen Kraken überhaupt Socken? Allein das Anziehen dauert doch bestimmt ewig. Ah, ich bin gerettet. Als nächstes stundenlang ungeduldig hin und her laufen. Dann wollen wir mal. Okay, das ist gleich geblieben. Aber der Anfang war anders. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wie oft haben wir den Gulliver jetzt eigentlich schon gerettet? Den müssen wir ja so oft retten, dass der sogar schon seine eigene Aufgabe hat. Wartet mal. Hier. Nee, Lebensretter. 4-mal haben wir ihn schon gerettet. So, dann müssen wir heute noch bei Nepp und Schlepp vorbei, denn es gibt noch einen Ankauf des Tages. Und? Ankauf des Tages und Rübenpreise. Ah, ihr beiden. Hallo, hallo. Willkommen in Nooks Laden. Willkommen, Wölfin. Herzlich willkommen. Was können wir heute für dich tun? Rübenpreise. Die aktuelle Rübenkurs beträgt 94 Sternis pro Rübe. Ja, ja. Können wir sonst noch etwas für dich tun? Irgendwas? Top-Ankauf? Top-Ankauf des Tages ist das Goldgetriebe-Top. Wir zahlen den doppelten Preis für Top-Ankäufe, also bringen Sie uns vorbei. Bringen Sie uns vorbei. Können wir sonst noch etwas für dich tun? Irgendwas? Nichts, nein, danke. Ich verstehe, verstanden. Wenn es sonst noch etwas gibt, sag einfach Bescheid. Das Goldgetriebe, ernsthaft? Was ist das hier? Handtuchhalter. Das ist ein Handtuchhalter, genau. Der Preis beträgt 1400 Sterne. Nein, Interesse? Nehme ich. Vielen Dank für deinen Ankauf. Dankeschön. Ich bin sicher, hiermit von dir 1400 Sterne erhalten zu haben. Ich auch. Okay. Dann gehen wir noch kurz gucken, was für Tapeten es heute gibt. Ja. Viel Spaß beim Stöbern. Danke. So, ich will mal kurz gucken, was es für Blumen heute gibt. Papagei-Tulpe ist gut. Die Rumpftulpe auch. Weil die beiden Blumen verwende ich hauptsächlich für unsere Inselchen. So. Dann schauen wir mal, was es hier so Schönes gibt. Das kennen wir alles schon. Das kennen wir auch schon alles. Okay, nichts Neues. Na gut, den Boden kennen wir nicht alles, aber sie sehen nicht toll aus. Wenn du noch irgendeinen Wunsch hast, wende dich jederzeit vertrauensvoll an uns. Ja, mach ich. Aber erstmal gehe ich raus. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, 94 Sternis sind leider weniger. Wir haben 190 Sternis pro Rübe gezahlt. Das heißt, ja. So, jetzt zum Abschluss gehen wir noch ins Rathaus. Zum Abschluss der Morgenroutine. Noch so als Hinweis. Guten Morgen. So, erstmal hier rein. Und Schulzrodentapete.
Karton. Okay. So, dann gehen wir noch ins Zugportal. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Einmal einen Siegelruf. Genau, 300 Bonusmeilen. Perfekt. Folgenden Services aus Snookmeilen einlösen. Bretterzaun. Den haben wir noch nicht. Da bin ich mir sogar sicher. Einlösen. So. Gut, die Wasseranleitung wurde übertragen. Möchte ich noch etwas auswählen? Ja. Will ich das? Pff, habe ich nachgedacht. Ja, sonst haben wir alles. So, bis bald. Wir sind immer für die da. Dann brauchen wir noch genug Shopping. Besondere Waren. Nintendo Switch und Teleskop. Ja, das haben wir beide schon. Schön mit der iPhone-Brille. Flamenco haben wir auch schon. So. Ein Bankautomat brauchen wir gerade noch nicht. Gut, dann setzen wir uns mal hier hin. Denn wir müssen das im Inselmädchen noch erfragen. Oh, Welfin, guten Morgen. Wie kann ich dir heute helfen? Inselmädchen. Du machst dir also Gedanken um das Image von Tula, ja? Im Moment hat Tula eine Bewertung von 2 Sternen. Ach Manu. Also eigentlich ist unsere Insel ganz schön beliebt. Die Leute finden uns immer besser. Da wäre auch noch was, das würde ich dir gerne direkt vorlesen. Kaputt arbeiten sollte man sich nicht, aber wenn es um den Ruf der Insel geht, muss man schon reinklotzen. Mein Bruder und ich sind auf jeden Fall für dich da, wenn mal Not am Maulwurf ist. Kapiske? Nun, das war's. Die natürliche Seite der Insel wird verglichen mit früher nun viel besser bewertet. Was nicht heißt, dass wir uns nun zurücklehnen und alles buchern lassen sollen. Auf keinen Fall. Oh nein, wir müssen die Natur unserer Insel unbedingt noch schöner machen. Ich finde ja, dass man nie genug Blumen im Leben haben kann. Noch viel mehr. Stell dir nun mal den Duft vor, wenn hier alles blüht und der Wind mit den Blütenblättern spielt. Entschuldigung bitte. Was war noch das hier eben das Thema? Und fertig. Das wär's auch schon. Wenn du mal wieder das Neueste zum Inselmatch erfahren möchtest, dann frag einfach. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Alles Paletti. Also schön. Falls es sonst noch etwas gibt, das ich in Zukunft für dich tun kann, lass es mich wissen. So, dann sitzen wir noch auf den Stuhl. Ah, Wölfin. Hallo, hallo. Willkommen bei der Bob-Beratung. Was hast du auf dem Herzen? Infrastruktur. Lass uns reden. Wir können über verschiedene Dinge sprechen. Was hattest du im Sinn? Puzzlebrücken und Aufhänge. Brücken und Aufgänge? Wie? Sehr schön. Was darf ich dir denn gerne erläutern? Etwas abreißen. Huch, du willst etwas entfernen? Puh, ich sehe es ja ein. Es steht ja mittlerweile so allerhand hier rum. Gut, was soll weg? Eine Brücke oder ein Aufgang? Diese Baumstammbrücke. Eine Baumstammbrücke also? Richtig? Alles klar. Der Abriss kostet eine bescheidene Gebühr und zwar 10.000 Sterne. Sicher, dass du das tun möchtest? Nein! Oh Mann. Okay, Infrastruktur. So, Brücken und Aufgänge. Etwas abreißen. Weißt du, warum ist eigentlich das eine, was ich weg habe, warum ist das jetzt einfach umgekehrt? Aber am Strick also richtig. Alles klar. Der Abriss kostet eine bescheidene Gebühr und zwar 10.000 Sterne. Sicher, dass du es tun möchtest? Abriss, Abriss, Abriss. Oho, da ist aber jemand besonders überzeugt. Gut, dann kümmere ich mich um den Rest. Und morgen schon ist von dem guten Stück nichts mehr übrig. Okay, das heißt, wir müssen bis morgen warten. Jetzt können wir überlegen, was wir bis dahin noch bauen. Kann ich überhaupt was bauen? Ah, Waffen, hallo, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Infrastruktur. Was hattest du im Sinn? Brücken und Aufgänge. Du wolltest über Brücken und Aufgänge plaudern. Wie? Da kann ich mir leider nicht helfen. Der Abrissprojekt Baumstammbrücke nimmt mich heute zu sehr in Anspruch. Ach, verdammt. Okay. Ja, dann ist alles gut. Okay. Ich dachte, man könnte beides gleichzeitig machen. Aber Nuke ist anscheinend nicht multitaskingfähig. Okay, dann müssen wir morgen auf jeden Fall eine neue Brücke setzen. Das heißt, wir haben morgen den ganzen Tag keinen Zugang nach oben. Was aber auch nicht schlimm ist, denn wir haben ja einen Sprungstab.
Ja, wir haben einen Sprungstab, das sollte kein Thema sein. Oh, die Leute denken über was nach. Beste Mieze, es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Ich will hier weg, Platsch. Was? Tula rockt, aber ein neues, noch aufregendes Abenteuer muss her. Kannst du nicht bringen. So eine krasse Reaktion hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich fühle mich geehrt. Vielleicht sollte ich meine Spontanität etwas zurückschrauben. So schlimm ist es hier doch nicht. Gänseblümchen, das wäre die Chance gewesen, mich loszuwerden. Also nö, Dörte bleibt. Dörte bleibt. Die einzige, mit der ich nicht so, die ich nicht so mag, ist Nele tatsächlich. Sie ist mir zu, ich weiß auch nicht. Nele ist nicht so meine Art. Okay, aber wir haben jetzt eigentlich alle Punkte abgehandelt. Und noch mehr Blumen pflanzen kann ich jetzt auch über den Tag hinweg. Da müsst ihr nicht dabei sein. Ja. Dann gucken wir mal, was man so auf der Insel heute alles anstellen kann. So, da haben wir auch schon 6:30, also der Tag ist vergangen und man kann, glaube ich, jetzt schon sehen, dass ich nicht ganz untätig war, auch nicht im Haus, denn ich habe ein bisschen umgeräumt. Ich habe die Bettecke neu gemacht, dann Schrank und Spiegel erstmal hier unten hingestellt, dann da die Stereoanlage plus die Bronzeabzeichnung von Akademie des Schönhausen, hier Werkbank plus Werkzeugwand und da halt der Kamin. Den können wir eigentlich mal ausmachen. So, also so ganz untätig war ich nicht. Und dann können wir mal hier rüber gehen. Hier drüben sehen wir, wenn ich mich richtig entsinne, eine Küche. Ja, die Küche. Habe ich hier schön eingerichtet. Ein Kühlschrank, dann die Kochstelle, dann das Messerset, eine Spüle und halt ein hübsch gedeckter Tisch. Kann zwei Personen speisen. Ja, es ist makaber, aber ich fand es lustig. Ein Kühlschrank. Soll ich mich umziehen? Also, ich weiß nicht, warum man sich an einem Kühlschrank umziehen sollte oder überhaupt seine Sachen da reinlegen sollte. Aber so rein faktisch ist das ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Denn ein Kühlschrank ist immer noch ein Schrank. Da wird halt nur das Zeug gekühlt. Bestimmt im Sommer ist das geil, wenn die Sachen gekühlt sind. Okay, hier drüben haben wir das Badezimmer. Yep, das Badezimmer. Hier haben wir die Toilette, dann der Waschdings, dann Wäschekorb, bloß hängende Wäsche und natürlich die Dusche. Oh. Ja, wartet. Das war, ist nicht meinem Plan entsprechend, dass man da nicht mehr reinkommt. Warte mal, wie, so, nein. Nein, immer noch nein. So, wechselt man auf die Wand, genau. Das hatte ich ja nicht bedacht. Okay, dann machen wir einfach das Wäscheständer-Ding hier hin. So, kommen wir jetzt mal nicht mal hinten dran. Aber es ist nicht wild. Okay, Dusche. Hier. Ich kann mal duschen. Ja, jetzt ist meine Sache, sind meine Sachen das. So, jetzt gehen wir raus. Und hinten dran ist immer noch das Osterzimmer. Das gestalten wir dann morgen um. Weil morgen ist Ostern ja dann vorbei. Und dann können wir da unser Schlafzimmer einrichten. Dann kommt hier auch nochmal ein bisschen mehr Platz rein. So. Und gehen wir mal raus. Okay, hier gibt es noch nicht ganz so viele Änderungen. Ich habe nur hier die Geldbäume ein bisschen umgesetzt. Das ist der kleinste, das ist S. Hier fehlt M, weil ich das an einem Tag verschissen habe. Und das ist der größte. Und ab morgen wird der hier voll sein. Das heißt, hier wird dann morgen der nächste nachrücken. So.
Zum Kreis des Lebens, dachte ich das. Dann ist neu hier dieser schöne Schaukelstuhl. Ah, so. Ja, hier ist sonst alles relativ gleich geblieben. Ich will mal wissen, was das für ein Fisch ist. Weil der so groß ist. Nein. Ha, direkt am Anfang. Was bist du für ein Fisch? Oh, ein Barsch. Stimmt, Barsche waren ja auch so groß. Okay, dann schenken wir mal die Gabel. Die Gabel. Wow. Die Gabel. Oh, da ist Leonard. Wölfin, ich habe überall gesucht, aber ich finde keine Lygia Exotica. Ich will ja nicht lästig werden, aber könntest du mir eine fangen, Juck Juck? Klar, wie Kloßbrühe. Vielen Dank schon mal, Wölfin. Immer gut, wenn man sich auf Bordskameraden verlassen kann, Kribbel. Ja, ich helfe dir auch mal bei einem anderen Problem. Mein Lieber. Genau, ein Floh. Habe ich ihn gefangen? Oder habe ich? So. Zur Handel, da war ein Floh auf mir, dass diese Viecher einen selbst zu dieser Jahreszeit belästigen. Klasse, wie du ihn dir geschnappt hast, Wölfin. Cool. So, also gut. So, dann haben wir ein paar Nukmeilen anscheinend. Warte mal. Emotionenmeister. Wir alle müssen Emotionen verwenden, um die Insel vor dem Untergang zu bewahren. Na gut, das ist vielleicht übertrieben, aber meinen bekommst du trotzdem je nach Anzahl der gelernten Emotionen. Ha, wir haben schon 10 Emotionen gelernt. Lernende Tänzerin. Cool. Flohzirkus. Flöhe können eine echte Qual sein. Wenn du einen Nachbarn mit Flohproblem siehst, hilf ihm doch bitte. Solche guten Taten werden mit meinem belohnt. Schon 10 Leute mit mit Flohbefall gerettet. Okay, und sonst? Mit Zoobefall. Huch, da war noch was. Je mehr Blumen hier wachsen, desto schöner ist unsere Insel. Deshalb verleihe ich den fleißigsten Blumenpflanzern die begehrten Nukmeilen. Cool. Himmlischer Jungbrunnen. So, ich hoffe mal, dass das diese ganze Blumengepflanzerei auch was gebracht hat. Eine Lygia Exotica. Oh, die waren so furchtbar eklig schwer zu fangen. Und die gab es nur auf den Steinplatten hier hinten. Wollen wir mal gucken, ob gerade eine da ist. Nein, sieht nicht so aus. Nein, keine Lygia Exotica. Okay, dann klettern wir mal hier hoch. Mein übliches Blumenfeld. Wo läufst du hin? So, dann hat sich noch was geändert. Also ich habe die Blumen da oben gegossen, logischerweise, wie ich jeden Tag tue. Ich habe hier einen Wald geschaffen. Also alle Nadelbäume, die ich auf der Insel hatte, stehen jetzt hier irgendwie ein bisschen verschachtelt. Also es ist jetzt sozusagen der Wald, der Nadelwald. So, das Einzige, was hier nicht so ganz so einfach ist, ist Holzfarmen, wie ich bemerkt habe. Aber ja, das ist mein eigenes Problem. So, haben wir noch ein Geschenk. Jetzt hätte ich hier die Brücke. Das da oben habe ich gelassen. Erstmal noch. Mal sehen, was ich da mache. Hier ist erstmal tote Hose. Da kommt später noch ein Laubwald hin. Also das heißt, ich werde die Bäume von unten hier hochschaffen. Dann gehen wir mal hier runter. Hier sehen wir rechts und links Blumen. Dann hier lang. Dann sehen wir hier noch mehr Blumen. Hier sehen wir Ich wollte eigentlich eher so eine Sitzbank hinbauen, aber ich habe leider nichts, was einer Sitzbank ähnlich kommt zum Craften. Also habe ich 4 solche Baumstammhocker genommen. Und dann haben wir hier noch so ein Schaukel... Hollywood-Schaukel. Nein, das ist nicht der Begriff. Ah, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und daneben halt ein Baum. Und dann haben wir hier unten den Brunnen. Mit einem Kreis umringt voller Blumen. Ey, das war eine eklige Kritzelei hier, das zu machen. So. Dann geht's hier lang. Hier haben wir nochmal ein paar Blumen gemacht. Dann habe ich hier die Zäune erweitert. Ich komme nicht da lang, aber jetzt hier hinten sind mal Blumen. Ja, leider sieht man das nicht ganz so gut. Aber warte mal, vielleicht mal so machen. Ja, da sehen wir Zaun. Hallo Zaun. Okay, also auf jeden Fall sind da hinten nochmal Blumen plus der Baum. Und dann der Zaun geht bis hier hin. So ist das ein bisschen abgegrenzt, sage ich mal. Oh, da ist wieder Dörte. Und ansonsten haben wir noch irgendwas gemacht. Ah, ja, hier. Den Wegweiserschild. Können wir mal mit Dörte. Warum läufst du andauernd zu mir, Gänseblümchen? Drück mit der Sprache raus. Ärgert dich irgendwer? Erzähl mal was. Ein mega Dankeschön an die Nase, wegen der wir endlich locker flockig den Buckel da hochkommen. Die Aussicht von da oben ist episch. Ich lange Fackeln, zack, zack, auf nach oben, platsch. Schön, dass es dir gefällt, Dörte. Da ist noch Nele.
Yay, wie cool, dass wir uns wieder über den Weg laufen, Blatschi. Wir verplaudern. Nico, da trägst du wie voll der Promi. Du bist die beste Mieze. Ich beschäftige mich jeden Tag mit kaum was anderes als Mode. Ein bisschen auch mit Singen vielleicht. Wobei, für deinen schlechten Stil verdienst du auf jeden Fall einen Orden, Blatschi. Danke. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, meine neuen Emotionen. Wollen wir nochmal gucken. Y? Wir haben hier noch nicht die hier. Ja, ich bin ja immer nur bei, Dings gesehen. Ah, genau, hier am Strand habe ich ein paar, Baumstamm-Liegestühle hingestellt. Ich wollte eigentlich so richtige Liegestühle hinbauen, aber habe ich auch nicht. Bei Maxericht, genau, bei Maxericht habe ich das bisher gesehen, die Geste. Und heute habe ich sie selber bekommen. Freue ich mich voll. So, ja gut, ich habe nicht alles gemacht auf der Insel. Also ich habe viel schon gemacht auf der Insel, aber noch nicht alles. Noch nicht alles. So. Ja, gerade ist gar keine Ligia Exotica auf meiner Insel. Ah genau, ich habe hier oben die Baumstämme weggemacht. Ich wollte hier Steinhocker hinmachen. Habe ich noch nicht gemacht, bin ich noch nicht zugekommen. So, und dann halt hier der Obstgarten, der bekannte. So, aber im Gesamten können wir jetzt noch mal kurz ein bisschen Leute abgehen, wie immer eigentlich. Wobei wir nicht vergessen dürfen, zu Nepp und Schlepp zu gehen, wegen den Rübenpreisen. Ganz wichtig, 109 Rüben. Du craftest schon wieder? Vorhin, als ich dich besucht habe, hast du schon gecraftet. Ich grüße dich erneut. Entspann dich ruhig ein bisschen in meiner Behausung. Däh. Lass uns quatschen. Sich geschmackvoll einzurichten erfordert ein gewisses Talent. Oder sagen wir lieber Erfahrung? Du würdest nicht glauben, welche geschmacklichen Fehltritte sogar ich mir eins geleistet habe. Okay, sie craftet noch immer. Interessant. Ottokar haben wir doch gerade eben noch hier draußen gesehen. Ich weiß nicht, ob er immer noch hier draußen... Ja, sitzt da natürlich. Oh, da bist du ja wieder, Saug. Sprich mit mir. Ich möchte heute einen neuen Insektenfreund kennenlernen und ihm leckere Snacks anbieten. Er will Insekten westen. Nein, will er wahrscheinlich nicht. Wer wohnt denn hier nochmal? Wer wohnt da nochmal? Ach, Benedikt. Hallöchen, Wölfin. Freut mich, dass du mal wieder bei mir vorbeischaust. Lass uns quatschen. Die Kurte, die du trägst, ist schlicht, aber an dir ganz supi toll. Du kannst wahrscheinlich alles tragen und es sähe noch gut aus. Ich bin ganz neidisch, Putput. Hä, was habt ihr mal alles in meiner Kurte auszusetzen? Ich trage das Ding schon eine Weile. So, okay. Ja, hier müssen wir drum herumlaufen. Die Cornelia ist schon den ganzen Tag weg. Ich vermute, es ist wie bei Dörte das letzte Mal, dass sie einfach mal einen Ausflug gemacht hat oder irgendwie sowas. Dass wir sie deswegen nicht finden. Ach, ja, warte mal, Regina hat ja erst morgen Zeit. Ja, ich weiß, Regina, du fragst dich jetzt, was ich das sollte. Das sollte einfach, ich bin zu blöd, mir Sachen zu merken. Für ein paar Stunden. So, da ist Nele. Wen wir aber auch noch nicht gesehen haben, ist Leonard. Schauen wir doch mal. Hier ist Julia und Leonard. Perfekt. Sei erneut gegrüßt, Pü. Lass uns plaudern. Wenn ich nicht irre, zieht heute jemand Neues zu uns. Ich sollte mich unbedingt vorstellen gehen. Oh. Was war das für eine Notbremsung? Okay, Thomas ist auch nicht hier. Aber haben wir Thomas irgendwo gesehen? Nein, wir haben Thomas nirgendwo gesehen, gell? I'm not sure. Nope, Thomas ist nicht hier oben. So, also wie gesagt, die Ligia Exotica, darum kümmere ich mich noch. Die suche ich später. Oder einfach, während das Ganze rendert, weil da spiele ich meistens weiter. Nehmen wir den Typen da, der mitten im Rosenfeld steht. Es sind keine Rosen, Hyazinthen. Hey, Wölfin. Lass uns quatschen. Warst du schon mal im Haus von Dörte? Es ist ja ganz schön, aber die ganze Bude riecht nach Eistee. Das macht mich wahnsinnig. Wie viel Eistee muss man denn wohl trinken, bis ein ganzes Haus danach riecht? Ich habe noch nie gehört, dass ein Haus nach Eistee riecht. Wir gehen einfach zu Nepp und Schlepp. Öffnen die Türe, gehen hinein. Und dann schauen wir mal. Herzlich willkommen. Was will ich von euch wissen? Ich hab's vergessen. Ah ja, genau, Rübenpreise. Willkommen, Wölfin. Herzlich willkommen. Was können wir heute für dich tun? Rübenpreise. Der aktuelle Rübenkurs beträgt 90 Sternis pro Rübe. Ja, ja. Können wir sonst noch etwas für dich tun?
Irgendwie ist mir schon mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist. Aber die Rübenpreise gehen immer um 1 runter. Also vormittags war es halt 91, glaube ich. Und jetzt sind es 90. Immer 1 runter. Kann ich ja schon fast hervorsagen, was morgen früh sein... was morgen früh sein wird, weiß ich nicht. Aber kann ich schon voraussagen, was morgen Abend sein wird. Okay. Wölfin, würden wir diese Türe betreten? Dankeschön. Dann sprechen wir nochmal mit Melinda, denn ich habe heute mega viele Blumen gepflanzt. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Das war so furchtbar anstrengend, sage ich euch. Bitte zögere nicht, mir zu sagen, weil ich dir irgendwie helfen kann. Ich will das Image schützen. Du machst dir also Gedanken um das Image von Tula, ja? Im Moment hat Tula eine Bewertung von 2... Warum? Also eigentlich ist unsere Insel schon ganz schön beliebt. Die Leute finden uns immer besser. Da wäre auch noch was, das würde ich dir gerne direkt vorlesen. Ich bin hier schon so oft angespielt worden, dass ich wohl eine Art Experte bin. Ich fände es gut, wenn hier etwas mehr los wäre. Dann würde man arme Schiffbrüchige auch schneller finden. Das hier sollte der beliebteste Hafen der 7 Weltmeere werden beim Klabautermann. Nun, das war's. Meine Befragung und Nachdenken viele, dass in der Natur unserer Insel noch besonders viel Potenzial steckt. Wir sollten mehr Pflanzen pflanzen. Auf unserer Insel Obstbäume, junge Setzlinge, einfach alles. Ein Inselchen so immer grün, wo viele bunte Blüten blühen. Da zieht es die Touristen hin. Entschuldigung bitte, ich wollte nicht plötzlich dichten. Dichten gefällt mir. Mitnichten. Okay, jetzt bin ich fertig. Und fertig, das wär's auch schon. Wenn du mal wieder das Neueste zum Insel-Image erfahren möchtest, dann frag einfach. Jetzt soll ich Bäume pflanzen? Alles Paletti. Also schön, was ist sonst noch was, das ich in Zukunft für dich tun kann? Lass es mich wissen. Die macht es mir echt nicht einfach. Na gut, aber ich habe heute auch, muss man ehrlich zugeben, ich habe heute auch einige Bäume gefällt. Eigentlich wäre es jetzt gerecht, wenn ich Bäume pflanzen gehe. Ja gut, dann werde ich auf jeden Fall darum kümmern, dass ich vor dem Ladenschluss von Lepp und Schlepp auf jeden Fall noch Bäume kaufen gehe. Dann werde ich anfangen, Bäume zu pflanzen. Und dann werde ich still und heimlich später nochmal mit Linde fragen, was als nächstes ansteht. Weil, damit wir endlich mal da vorankommen. Weil eigentlich... Wir derzeit befragen wir Nachbarn, gehen der täglichen Story nach und das war's. Mehr machen wir eigentlich gerade derzeit nicht. Deswegen gucke ich mal, dass ich vielleicht mal so heute Nacht, na, vielleicht morgen noch über den Tag hinweg, mal auf die 5 Sterne hochkomme. So, ansonsten hoffe ich natürlich, euch haben die Folgen heute Spaß gemacht. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich wie immer gerne freuen. Ganz wichtig, Bewertungen sind keine Spoiler. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!